Weiter geht's mit dem Thema Werkbank. Ihr hattet mir wegen meinem letzten Video da ganz, ganz viele Kommentare geschrieben. Da waren auch super schöne Ideen mit bei, mit Vollholz, soll schön aussehen. Bloß, es ist eine Werkbank. Und da man ja eine Werkbank nicht pfleglich behandelt, sondern auf werkelt, habe ich mich jetzt für eine 20 mm Industriesperrholzplatte entschieden. Die Platten kosten so gut wie nichts, sind einigermaßen stabil und dann werden wir jetzt mal sehen, wie lange die bei mir hält. Aber erstmal, die ist noch ein bisschen lang, werde ich sie zuschneiden, ein paar Griffmulden reinmachen, dass ich dann auch wieder mit meinem Rollwägelchen fahren kann. Und dann sehen wir mal weiter. Bis dahin. Platte ist jetzt passend groß, Ecken habe ich auch abgemacht. Ja, jetzt verschrauben wir sie mal. Platte ist drauf, Ecken sind abgerundet. So, genügend für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal.